Die Basketball-Löwen Braunschweig wollen nach 5 Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg. Zu Gast sind die Hakro Merlins Crailsheim, die einen Heimerfolg gegen Vechta im Rücken haben. Bei den Zauberern in Weiß, zunächst von links nach rechts, ist Leo Westermann nach seiner Oberschenkelverletzung zurück. Der Franzose nimmt auch gleich den ersten Dreier der Gäste und Galen Smith ist zur Stelle. Kurze Crailsheimer Führung, 6:5, das wollen die Löwen so nicht stehen lassen. Ferdinand Schilka am Donnerstag 26 Jahre jung geworden mit seinem ersten Dreier. Crailsheim bleibt zunächst dran. Gegen Ende des ersten Viertels fängt Braunschweig an, sich abzusetzen. Gilson Bango, offensiv wie defensiv stark, 22 Punkte, 8 Rebounds. Braunschweig gewinnt das erste Viertel zweistellig mit 27:17 und sie starten stark ins zweite, verteilen das Scoring auf mehrere Schultern, auch TJ Crockett darf mal. Bei Crailsheim klappt wenig, das können die Hausherren im Fastbreak ausnutzen, über Gilson Bango und der lässt es krachen. Bango nicht nur Topscorer im Spiel, sondern überholt auch im teaminternen Ranking mit einem Schnitt von 12,5 TJ Crockett. 38:19, Braunschweigs höchste Führung. Die Gäste werden im Spiel gehalten von einem treffsicheren Mo Stucky, 4 von 4 Dreiern zur Halbzeitpause. Bis dahin kämpft sich Crailsheim zurück. Der neue Brasilianer Alexei Borges bedient Fabian Black per Bodenpass und dann gleich nochmal eine Vorlage von Borges hinterher, diesmal vollendet von Stucky, zum Ende des zweiten Viertels, das Crailsheim knapp gewinnt. Das dritte Viertel ist extrem heiß umkämpft. Braunschweig wieder über Bango. Der setzt sich durch und ist dann auch schnell wieder oben auf. Aber Crailsheim kommt jetzt wesentlich besser ins Spiel. Westermann, der mit Borges auf dem Feld eher die Rolle des Shooters übernimmt, aber nur 2 von 8 von draußen trifft. Und Galen Smith, der Big Man, spielt ein fantastisches drittes Viertel, wird mit 22 Zählern Topscorer. Von Keonry Cook ist in der ersten Halbzeit nicht zu sehen. 2 Punkte bis dahin. Das hier ist sein Brustlöser. Es wird eng für die Braunschweiger um Nicolas Tischler, der sein Team offensiv gemeinsam mit Bango trägt und nach dem Spiel davon spricht, dass die Play-Ins immer noch realistisch sind. Das Spiel droht jetzt zu kippen durch die Crailsheimer Dreier. Erst Keonry Cook zum Ausgleich, dann Stucky für die Führung, die erste seit dem 6:5. Aber Braunschweig kämpft sich zurück. Es folgt die prompte Antwort von Nicolas Tischler zum Ausgleich 73:73. Und nicht vergessen dürfen wir Ahmad Rory. Der kommt mit 15 Punkten und 10 Assists auf ein Double-Double. Ahmad Rory für 3. 98:88. Nach 5 Niederlagen in Serie holen die Basketball-Löwen Braunschweig wieder einen Sieg gegen das Team von Jussi Laxo und Daniel Herbert. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.